Kannst du mal ein Foto machen? Einfach hier drauf drücken. Hast du's? Was? Das Foto. Nee. Okay, dann nochmal. Aber nur mach, okay? Ja. Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Ist heute hier der Weltknutschtag oder sowas? Darf ich? Super, danke. Wow. Was war das denn? Und? Kommt prima, der Junge. Sportlich, sieht sympathisch aus. Du meinst, Elias kann die Handysoap mit mir spielen? Spielen? Du meinst, das ist nicht dein Freund? Nicht direkt. Bei so einer Handysoap muss alles echt und authentisch rüberkommen. Da haben wir keine Zeit für lange Proben. Weiß ich doch. Wir wollen dich mit der Soap zu einem großen Sympathieträger aufbauen, damit die Leute dich schon kennen und mögen, wenn dein erstes Album rauskommt. Klingt super. Eben. Und da kommt so eine lauwarme, unglaubwürdige Liebesnummer gar nicht gut. Ist sie nicht. Elias ist total verknallt in mich. Und du? Ich krieg das schon hin. Und wer küsst jetzt mich? Hallo, ihr liebes Kasper. Noch irgendjemand zu Hause? Jetzt verstehe ich auch, warum es immer heißt, kein Sex vom Wettkampf. Warum hat Annika das bloß gemacht? Vielleicht ist ja plötzlich deine große Ähnlichkeit mit Brad Pitt aufgefallen. Meinst du echt? Manchmal dauert es eben ein bisschen länger, bis man sich sowas traut. Und dann ist auf einmal alles klar? Ich glaube eher, die spielen im Mädchenflur gerade Wahrheit oder Pflicht. Annika hat verloren und musste den größten Honk von allen knutschen. Hey! Würde ja auch das Foto erklären. Sollte wohl ein Beweis sein. Der Kuss hat aber nicht nach Pflicht geschmeckt. Sondern? Der war einfach oberhammermäßig. Vielleicht hat sie sich ja wirklich in dich verliebt. Ich meine, so wie ihr euch immer gefetzt habt. Man sagt ja, was sich neckt, das... Das liebt sich. Jawohl. Das ist genau der Kick, den ich für den Parcours gebraucht habe.